Die jüngsten Ereignisse in der Türkei, dass frei gewählte Abgeordnete der HDP, aber vielleicht auch schon von anderen Parteien auch verhaftet werden, dass die Medien ausgeschalten worden sind, dass die Medienfreiheit beseitigt worden ist, dass geplant ist, die Todesstrafe einzuführen, das sind alles Entwicklungen, die uns schwer beunruhigen und gar nicht gefallen. Und wir als Abgeordnete im österreichischen Parlament haben heute eine Initiative gestartet, nämlich eine Erklärung aller Parlamentsparteien, aller Abgeordneten hier im Haus, die wir auch alle unterschreiben, wo wir festlegen, dass das so nicht geht in der Türkei, dass wir für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte eintreten und dass wir nicht nur protestieren, sondern auch der Meinung sind, wenn das so weitergeht in der Türkei, dass die Europäische Union die Beitrittsverhandlungen abbrechen auch sollte.